Oh. Hey, bist du das auf dem Foto? Nein? Lerne besser zu lügen, Kumpel. Deine Nase verrät alles. Hallo Schatz, wo warst du die ganze Nacht? Und warum ist Lippenstift auf deinem Hemd? Bestimmt willst du mir weismachen, dass du es so gekauft hast. Nein, nein, du verstehst nicht. Ich kann das erklären. Ich war im Club, weißt du? Ich wollte rein, aber der Türsteher hatte keine Tinte mehr für seinen Stempel. Weißt du, was er gemacht hat? Er ist ein erfahrener Türsteher. Er hat Lippenstift aufgetragen und gab einen Kuss. Oh. Oh, was ist mit unserem Fernseher los? Hast du wieder zu Hause Fußball gespielt? Wie oft muss ich dir das noch sagen? Warte, Melanie. Ich kann das erklären. Ich habe gerade die Boxmeisterschaft im Fernsehen gesehen. Und dann hat der Boxer direkt gegen unseren Bildschirm geschlagen. Oh, tut mir leid. Schatz, bin in ein paar Stunden wieder zurück. Oh, was ist das auf der Lampe? Das gehört mir nicht. Oh, ich kann das erklären. Es ist kein BH. Das ist mein Werkzeuggürtel. Ich ziehe ihn an, wenn ich einen Nagel einschlagen muss. Ich stecke meinen Hammer und meine Nägel da rein. Es ist so viel praktischer für mich. Ich bin ein großartiger Handwerker. Ich glaub dir nicht. Lass dir was Besseres einfallen. Okay, gut. Das sind meine Knieschützer. Ich trage diesen BH, wenn ich Inlineskaten gehe. Meine Knie müssen doch geschützt sein. Ich glaub dir nicht. Das ist totaler Schwachsinn. Was hast du noch auf Lager? Okay, gut. Ich werde ehrlich sein. Ich bin in einen Laden gegangen und... Ich habe diesen BH als Einkaufstasche benutzt. Es ist eine großartige, wiederverwendbare Art, Kokosnüsse zu tragen. Hä? Probier es doch selbst aus, wenn du mir nicht glaubst. Okay, das scheint die Wahrheit zu sein. Du bist so umweltbewusst. Hey Jake, was ist mit deiner Socke? Ja. Sieh doch, die hat ein Loch. Oh, ich kann das erklären. Auf dem Heimweg traf ich ein kleines Mädchen, das weinte. Hm. Sie war so traurig, dass ihre Puppe keine Mütze hatte. Ich konnte das nicht mit ansehen. Ich musste einfach helfen. Ich musste einen Teil meiner Socke opfern. Aber wenigstens hat die Puppe jetzt eine Mütze. Ich bin ein Held. What? Schatz, ich bin zu Hause. Das sind meine Eltern. Uh-oh. Ups. Junger Mann, warum hast du nichts an?
Oh, was soll das, Melanie? Ist das ein neuer Trend? Oh, ich kann das erklären. Ich habe tief und fest geschlafen, als ein Einbrecher in meine Wohnung eingebrochen ist. Er kümmerte sich überhaupt nicht um teure Geräte oder um mein Geld. Er wollte die Klamotten. Oh ja, zerrissene Jeans. Kann man sich das vorstellen? Im Grunde hat er meine ganzen Klamotten gestohlen. Gut, dass er diese Schürze vergessen hat. Melanie kommt wieder zu spät. Ich warte schon eine Stunde auf sie. Wo ist sie? Oh, es tut mir so leid. Ich kann das erklären. Das wirst du nicht glauben. Ich war auf dem Weg zu dir, aber dann traf ich ein anderes Mädchen vor der Tür. Geh du zuerst. Nein, geh du zuerst. Nein, du. Nein, du. Na los, mach schon. Du gehst. Am Ende steckten wir beide fest und wir mussten warten, bis uns jemand befreit. Deshalb komme ich zu spät. Was für ein wunderschöner Tag. Naja, bis ich meine Freundin getroffen habe. What? What? Rick, wie konntest du? Warte, ich kann das erklären. Dieser Park hat drei Regeln für Besucher. Von nun an darf man nicht einfach so den Weg lang gehen. Man kann nur gehen, wenn man ein Mädchen in den Arm trägt. Also musste ich diesen zufälligen Fremden tragen. Du weißt, dass ich treu bin. Wer bin ich? Oh nein, das ist nicht meine Freundin. Ich warte auf meine Freundin Melanie. Ich bin es, Jake. Ich kann das erklären. Bevor ich losflog, gewann ich einen Geschenkgutschein für eine riesige Pizza und einen extra großen Donut. Herzlichen Glückwunsch! Wow! Ich konnte nicht Nein sagen, Jake. Die waren alle so nett zu mir. Ich musste alles auf einmal essen. Schatz, ich bin zu Hause. Wie war dein Tag? Was war das? Ist da jemand im Schrank? Hallo? Melanie, was ist hier los? Ich kann das erklären. Unsere Klimaanlage ging nicht mehr. Und ich konnte die Temperatur nicht senken. Also habe ich einen Techniker angerufen. Er kam vorbei und machte sich an die Arbeit. Aber es war so heiß, dass er einfach nicht so arbeiten konnte. Er zog alles aus, sogar sein Schnurrbart. Aber du weißt, wie sehr ich es hasse, wenn Klamotten auf dem Boden liegen. Oh. Also hat er alles in den Schrank gelegt. Aber dann ist er gestolpert und im Regal samt Klamotten gelandet. Und dann bist du reingekommen.
Wie fandet ihr die verrücktesten Lügengeschichten? Schreibt uns, ob ihr auch mal in so einer Situation wart und was ihr dann gemacht habt. Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren und drückt doch auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!